Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Season 6 mit 6 Leuten von Team Pizmeet, das aus 6 Leuten besteht, nämlich Bram, Christian, Hardy, Jay, Sepp und ich, der Piet. Christian? Wir haben lange nicht gezockt. Ja. Lange. Oh ja, lange nicht. Leute, hat sich gerade ein Skelett ausgerüstet. Ausgerüstet? Und wir haben die neue Version. Jetzt komplett ausgerüstet. 1-4 noch, oh Gott. Was wolltest du denn? Wir müssen eine Monsterfalle nochmal vernünftig machen. Warum das denn? Ich klopfe gerade jetzt. Leute, was ist denn jetzt passiert? Ja, Peter, du gehst hier auf Dorfsuche. Da ist eine Karotte! Da ist eine Karotte. Also, ich hatte eigentlich nicht mehr vor, da was dran zu verändern. Wo hast du die denn jetzt gefunden? Hast du jetzt Obsidian gemacht? Irgendwie, ein Monster hat die gedroppt. Ja, das geht auch. Hardy, gib mit irgendwas. Das ist ein Problem, weil da sammelt sich die ganze Zeit die Erfahrung drin. Hardy hat schon ein bisschen was, da die neue Version gespielt, wie wir schon in der Adventure Map gesagt haben. Ja, ein bisschen ist gut, ey. Und jetzt ist die Frage, kannst du schon jetzt aus dem Stand den Leuten irgendwas zeigen, wenn ich zu dir komme? Okay, ja, leider, also ich habe halt nicht mehr so viele Baumaterialien, wie ich benötigen würde. Also man, ja klar, man könnte jetzt so eine kleine Steinmauer bauen, die ja mittlerweile geht. Also die hat halt die Höhe von einem Zaun. Kannst du mal kurz halt bitte zurückkommen mit deiner Waffe, mit deinem Schwert? Ist halt nur eine kleine Steinmauer. Unterwegs. Was ist denn der Scheiß? Ja, okay. Aber es gibt jetzt so baumäßig das, also so viel Neues, was man bauen kann, ist da jetzt nicht dabei gewesen. Wir haben ja schon gemerkt, bei der Adventure Map, die Sounds sind ja jetzt alle neu. Nicht das alle, stimmt. Aber viele. Ne? Stimmt. Ja, und dann halt die Karotte, die du gerade gefunden hast, ist natürlich schon eine Neuerung. Dann haben wir ja auch Kartoffeln. Aber da... Hey, Christian, jetzt ohne Spaß, da ist gerade ein Creeper zu dem Glas weggesprengt. Oh, ich höre dich nicht. Was? Kartoffeln? Und kannst du mal kurz die Zombies töten, damit ich da das Ding irgendwie zubauen kann? Wie kurz? Kann ich das denn? Ich bin doch noch gar nicht im Spiel, Dennis. Nee, ich töte die Zombies gerade. Okay, dann redet nicht. Wolltest du gerade fragen, was du mit der Karotte machen kannst? Kannst du zum Beispiel in den Hintern schieben? Da kommt noch ein Creeper. Ich hab leider kein gutes Schwert, ihr so eine Scheiße. Ich hab nur so ein Eisenfang-Ding. Oh, geht doch weg, ihr Creeper-Fucker! Bram, der explodiert. Nee, der explodiert nicht. Okay. So. Kann ich wieder rauskommen? Noch, jetzt kannst du aber. Nee, die Ecke, wo in der du stehst, muss noch gemacht werden. Hast du hier drei Blöcke, die. Ja, warte. Irgendwas. Ich brauch ja neue Schnee. Ich hab gleich wenigstens einfach an. So? Perfekt. Also, Adi, wie mache ich nochmal eine Map? Papier, Kompass. Kompass in die Mitte und Papier drumherum. Okay, wir gingen nochmal einen Kompass. Da ist er. Oben, links, Eisen. Rechts, oben, links, rechts, unten Eisen und in die Mitte Redstone. Wo ist echt mein Schwert hin? Hab ich überhaupt so weit wie. Ich hab doch gar keinen. Diesem Scheiß angepflanzt. Ah ja, Peter, ich weiß ja nicht, wie viel Eisen du hast, dann kannst du den Zuschauern ja mal zeigen, wie man einen Amboss baut. Ja, da musst du mir dann gleich nochmal erklären. Nicht jetzt. Was bringt denn einen Amboss? Mit Amboss kannst du verzauberte Gegenstände, die ja normalerweise, wenn sie aufgebraucht sind, verloren gehen würden, kannst du reparieren. Also musst du halt mit Leveln bezahlen dann. Was? Ist ja geil. Ich zeige hier gerade nochmal kurz mein Inventar, nur ganz kurz, weil die Leute geschrieben haben, ich hätte selbst geile Axt aufgenommen, aber nein, hab ich nicht. Guckt euch an. Peter, du Spitzhacke. Hast so eine geile Axt. Nein. Deine Axt denn? Hab ich. Lass doch einfach, du hast Mensch, die Axt und hast die weggeschmissen. Meine hat Efficiency 4 und die zweite hat Fortune 2. Das sind meine zwei Diamant-Pickaxe. Adi, wie kann ich die Map größer machen? Hier und du musst quasi wie du eine Map baust, in die Mitte die Map und außenrum nochmal wieder Papier. Ach du Scheiße. Aber ich würde die nicht zu groß machen, sonst erkennst du nachher nichts mehr. Ah ja, Peter, genau, mit dem Amboss oder beziehungsweise Sepp, du kannst mit dem Amboss auch, wenn du die Sachen schmiedest oder verbesserst oder reparierst, kannst du die auch umbenennen. Heißt also, du kannst dein Schwert auch, wie bei einer Adventure Map schon gesagt haben, Schwert des Dildo oder sowas. Dicker Penis oder so. Ne? Ja, kannst du. Ey, Spawn Slimes jetzt auch an der Oberfläche, kann das sein? Ja, in Sümpfen. Eigentlich. Ich bin gerade so gar nicht so sumpfig vor hier zwischen Chris und mir. Also ich habe die bis jetzt immer nur in Sümpfen gesehen, dass die da spawnen, aber kann natürlich auch sein, dass die ab und zu mal woanders sind. Gesundheit! Gesundheit! Scheiße, ey. Warum ist ein bisschen... Ich geh grad Materialien holen, damit du Bescheid weißt. So, also Dorf suchen, oder was ist der Plan? Ja, genau, also Sepp, ja. Jay und ich haben uns vorgenommen, ein Dorf zu suchen, endlich mal. Ey, wir brauchen unbedingt in der Season mal ein Dorf, das kann so nicht weitergehen. Das stimmt, und wenn er Glück hat, findet er auch direkt noch Kartoffeln.
Die wurde doch vorhin gedroppt, habe ich doch sogar noch gesagt. Kartoffel. Oh, okay. Ist doch geil. Warte, weil Kartoffeln sind echt praktisch, weil da kannst du machst halt diese Ofenkartoffeln raus und das ist echt nice, um hier zu heilen und so. Aber Jay, ich muss mich erst noch ein bisschen vorbereiten hier auf unseren Weg. Oh, anderes Spiel, ich hab keinen Bock mehr. Ah, Jay, dann kannst du die, nimmst du die Karte mit, wenn er das Dorf suchen geht. Mach ich auch ja, schon. Dann kannst du die Karte ja dann nachher vervielfältigen sogar. Hey, Hadi, sollen wir eigentlich in der Zeit dann unser Bauprojekt machen? Ja. Während die weg sind? Ja. Dann können wir das zusammenbauen. Ja. Da muss was ich ist denn die größte Da muss ich mich aber noch eben für ausrüsten. Kann. Ja, ich auch. Hadi? Bitte was? Was ist denn die größte Karte, die man bauen kann? Du kannst die, glaube ich, viermal vergrößern und dann siehst du, dann ist, glaube ich, ein Pixel auf der Karte 16x16 Felder. Weil meine Karte geht jetzt schon mal nicht mehr größer, nachdem ich die einmal größer gemacht habe. Ja, okay, dann hast du vielleicht die größte Karte schon am Start. Einfach Papier theoretisch rumliegen, ne? Ja, genau. Aber ganz rum, ne? Nicht nur oben, links, rechts, unten. Ja. Ein Pixel ist hier nicht 16x16, auf keinen Fall. Wie kann man eigentlich Karotten anpflanzen? Auch einfach auf Erde mit Wasser? Einfach in die Erde stecken. Tief reinstecken, Bram. Ganz tief reinstecken. Bis zum Anschlag, Bram. Bis zum Anschlag. Hallo? Mit weniger gebe ich mich doch so nicht zufrieden. Okay. So, damit ich jetzt nichts Falsches sage, Sepp. Doch! Habe ich recht gehabt. Ein Pixel sind 16 Blöcke bei der größten Map. Du kannst die 1, 2, 3, 4 mal vergrößern. Ja. Warum dann hast du 2048 mal 2048 Blöcke. Dammit. Map Nummer 12 habe ich jetzt hier. Steht hier. Ja, das hat ja mit der Größe nichts zu tun. Dann hast du einfach nur schon 12 Maps gebaut oder so eine Scheiße. Auf dem Server wurden dann gebaut. Oder auf dem Server, ja. Geht bestimmt noch größer. Ich würde dir aber echt nur eine Karte maximal von 1 zu 4, also ein Pixel gleich 4 Blöcke empfehlen, ja, sonst erkennst du da echt nichts mehr drauf. Es geht sich ja da nur um die Gebiete, damit du weißt, wo die Gebiete sind. Ach so, ja gut, das ist dann natürlich egal. Weil der Dorf ist ja nicht mal eben um die Ecke hier, ich habe ja schon mal alles abgesucht hier in der Umgebung. Ja, wenn Sepp abgesucht hat. Moment, das heißt, ich jetzt seit der neuen Version kann ich Gesundheit... kann ich meine Tiere nicht mehr alle mit Weizen füttern. Habe ich das richtig verstanden? Echt? Ja. Ja. Kühe gehen noch mit Weizen, Schafe gehen auch noch mit Weizen, Hühner brauchen Samen. Und was brauchen Schweine, Jay? Karotten. Karotten. Oder Menschen, je nachdem. Oder Menschen, ja genau. Alter, beim Klettern macht das ja voll crazy Geräusche. Ja. Ja, ich finde eigentlich bam, gar nicht mal bam, so uncool, bam, bam, das bam, bam. Klettergeräusch. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, ne? Ich bin fertig, bitte. Sag mal, Dennis, wird das bei Assassin's Creed 2 eigentlich nochmal ein bisschen anders? Also ist da, also weil ich habe ja jetzt, muss jetzt den zweiten Mord habe ich jetzt gerade gemacht. Aber das ist natürlich immer das gleiche Schema, so neue Stadt, dann Infos zu sammeln und dann den Typen killen, ne? Und du spielst dann Mr. Pasta. Ja, das machst du die ganze Zeit, by the way, Hadi. Ja, das ist klar, aber ist das bei dem zweiten Teil denn so ähnlich aufgebaut oder ist das ein bisschen Teil anders? Das ist anders. Also ich finde das besser, ja. Ah, okay. Ja, das stand ja so ein bisschen in der Kritik, dass das irgendwann eintönig wird, aber ich dachte mir, wenn ich den dritten Teil spielen will, muss ich mich halt dann in Anführungsstrichen da durchquälen. Ja. Ich habe sogar, ich fand den ersten Teil irgendwie trotzdem, also hat mich nicht gelangweilt. Im Nachhinein fand ich den ersten Teil, glaube ich, sogar fast den besten. Neben den ganzen Ezio-Dingern. Aber halt der Typ neben den ganzen Ezio-Dingern. Aber mit Ausnahme von drei gibt's nur einen den ganzen Ezio-Dinger. Also für mich ist dieses Klettern ja komplett neu. Ich habe das ja vorher noch nie gespielt und ich muss sagen, das macht echt Laune. Ey. Hast du jetzt deinen Rechner am Fernseher angeschlossen eigentlich? Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich muss mir noch ein HDMI zu HDMI-Kabel holen. Eins, was lang ist. Ich habe nur ein Meter-Kabel. Ich muss mir deinen Rechner immer jetzt mal umstellen. Ist doch geil. Ja, super. Haben wir viel Spaß. Oh nein, jetzt habe ich alle Schweine gekillt. Oh mein Gott, was habe ich? Oh mein Gott, ich Vollidiot. So ist das aber. Das sind Männer, weißt du, jetzt keine zwei Dinge gleichzeitig machen können. Nee, und scheiße, ja, aber was mit deinem Fernseher so fröhlich killen, ja, alle Schweine auf einmal tot. Die ganzen Schweine, quiek, quiek. Boah, so eine Scheiße. Aber das macht doch, ist doch eigentlich kein, weil ich spiele doch mit 1920 x 1080 auf dem Fernseher, aber das ist doch keine größere Performance
Dingens für den PC, oder? Nein, okay. Nö, das ist egal. Ob da auf Fernseher oder auf deinem Computer. Also wir reden davon, dass Assassin's Creed 1, ja? Ja, generell halt von Spielen so. Die ich auf dem Fernseher. Weil das ist halt geil, ne? Wenn ich mit dem Controller dann vor dem Fernseher sitze, da brauchst du eigentlich fast gar keine Konsole für, dann. So geil. Hm. Peter, ich baue mir mal einen Seiteneingang, ne? Nein. Warum benutzt du nicht die normalen Eingänge? Voll gut, dass meine Diamantspitzhacke schon fast gestorben ist. Peter, was hast du denn von Optifine genommen? Der sagt bei mir, das wäre nicht kompatibel, das neueste. Lol. Ich hab das mit der neuesten Version von MC, nee, nicht von MC Patcher, sondern von, Wizard, Magic Launcher. Ich hab wohl, nee, glaube ich, nicht die aktuelle Version von Magic Launcher, aber ich war im Minecraft-Forum oder ich habe bei Google Optifine eingegeben und habe da einfach die neueste Version runtergeladen und habe die geladen. Die 142 HD UA7. Ja, gib mir eine Sekunde. Dö. 142 HDU A7. Könnte natürlich sein, dass das ist, was du gerade gesagt hast, dann tut mir leid. 142 HDU A7, ja. Sagt er mir, wenn ich die bei Dingens adden will, sagt er not compatible. Das ist ja frech. Das ist genau die Version, die ich gerade mit der aktuellen Minecraft-Version benutze. Er braucht schon Optifine. Optifine ist schon geil. Habe ich noch nie drauf gehabt, ehrlich gesagt, aber. Naja. Ich muss bei mir sagen, dass das bei mir das Spiel irgendwie flüssiger macht. Wenn ich Optifine nicht drauf habe, habe ich irgendwie Probleme. Ja. Was machst du hier eigentlich, du kleine Nutte? Ich warte auf kommt ihr zu mir, Bobber? Ich meine, wir hätten bei mir hinter dem Dschungel haben wir eigentlich noch nie groß erkundet, zumindest ich nicht. Auch. Ja, wir können in deine Richtung kommen, aber ich muss gerade noch ein bisschen Fleisch braten, weil ich da schlecht ausgerüstet bin, was das angeht. Ja, mach mal. Hast ja jetzt genug Schweinefleisch, ne? Das war echt noobig. Scheiße, ey. Ich stelle mich schon mal darauf ein, dass wir relativ lange laufen. Ja, ich habe jetzt 61 Kilo. Ich hoffe, das wird reichen. Ich kann aber noch mehr mitnehmen. Weil was braucht man sonst noch da mitnehmen? 61 was? 61 Melonen. Ja, Melonen sollte ich auch mal anbauen. Also viel zu tun, Ja, ohne Scheiß. Neue Version, zack, 10 Stunden mehr zu zocken. Mindestens. Ja, erst mal. Ist wirklich. Ja, kurz trinken wir. Finde ich gut. Geil. Christian, der Monsterfall habe ich repariert. Und ist wieder safe. So, was war denn da kaputt? Wenn ein Creeper, du hast ja oben drüber Glas und unten mit diesen Halbsteinen gemacht, damit man da durchhauen kann, ne? Ja. Wenn ein Creeper haust und er fliegt in die Luft und dem explodiert, der hat ja oben das Glas weggesprengt. Ja, und was hast du das jetzt repariert? Ja, ich hab da halt ein neues Glas gemacht. So! Das ist halt eine bautechnische Schwachstelle auf Dauer. Warum? Ja, immer wenn ein Creeper halt explodiert, geht das Glas oben kaputt. Na gut, besser als die Viecher nicht zu sehen. Tja, Leute, ich bin so fertig. Was müssen wir denn noch alles machen? Ja, kommt ihr zu mir dann, oder was? Ja, ich komme mit Sepp im Schlepptau. Oh, das werde ich sicherlich nicht mitnehmen. Komm, Sepp, move your ass, baby. Oh, ich habe fast kein Eisen mehr, ehrlich. Sepp ist gemutet. Sepp, wieso hast du dich gemutet? Gangnam Style. Wieso? Harry Potter am Chatten wahrscheinlich. Gangnam Style. Peter, das sieht ja aber gar nicht aus, hier so Crap Scheiß zu haben. Ja, dann weiß ich, das ist egal. Hab meiner Freundin jetzt Minecraft geschenkt, ja, hab heute mit ihr schon eine halbe Stunde gezockt, das ist natürlich echt hart, wenn du da so einen hast, der wirklich gar nichts davon kann. Ja, kenn ich. Du bist halt zack, 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 alles voll schnell fertig. Und da jetzt gibt's halt über Skype dann die ganze Zeit irgendwelche Fragen, wie baue ich das, wie geht das? Ja, du musst die Standard von dem, einfach Minecraft. Ich glaube, den Link zum Minecraft. Ja, hab ich auch schon gesagt. Du musst Season 1 bis 6 verlinken. Also ich finde zum Beispiel ihr Haus nicht wieder. Oh mein Gott. Das ist natürlich blöd, da habe ich ja gesagt, F3, Koordinaten, bla bla. Ja. Peter, du musst wollen wir bei Peter rein, Dennis? Ich beschütze dich. Ey, ich lass niemanden rein. Mein Arsch ist hier vor. Peter lässt doch jeden rein. Wir wollen in Nether für Glowstone. Ja, wir machen ein Bauprojekt. Habt ihr beide kein Nether-Portal? Nein.
Ich habe auch leider keinen Obsidian. Ja, aber doch, aber stimmt, Moment, wir können auch einfach jeder durch das nächste reingehen. Wir kommen ja so gleich in den Nether. Ja, richtig. Wie, du, das ja gar nicht. Du kannst bei mir quasi durchgehen, ja. Hardy. Ja, oder ja, Peter ist bei mir aber